Beispiel das neue Deck von Warmed Light. Ob ich gewinne, siehst du jetzt. Sag gerne Creator Core Big Spin für kostenfreien Support im Shop ein. Immer mehr von euch machen das. Kurs geht raus und wir gehen rein. MS Matthias. Und MS Matthias hat direkt hier einen Konflikt, den wir lösen müssen. MS Matthias spielt den Kanonier. Der Kanonier ist natürlich erstmal grundsätzlich schlechter als die Dagger Duchess, das sollte klar sein. Aber der Kanonier ist auch keine Karte, gegen die wir jetzt unser Deck gebaut haben. Unser Deck ist natürlich auf die absolute Giga alles übernehmende Dolchherzogin eingerichtet. Dementsprechend ist fraglich, ob wir gegen MS Matthias mit einigen Paragraphenzeichen in seinem Namen dieses Game gewinnen werden. Er ist bisher flawless, das muss man ihm auf jeden Fall schon mal zugutehalten, das macht er einigermaßen gut. Jetzt hat er hier den sogenannten Baby Dragon und Papa Spin hat den eisigen Golem. Wir werden nun einmal die Skelette spielen und natürlich den Gift. Ah, es ist ein Loon-Spieler. Die große Frage, die man sich natürlich jetzt hier stellt, als typischer Gegner eines typischen Loon-Spielers, lautet, was macht man eigentlich jetzt, wenn der Ballon da durchfliegt und der Ballon einfach seine Bombe droppt und da überhaupt gar nichts passiert? Diese Frage sollte sich nämlich der Gegner einmal stellen und jetzt wird es natürlich auch wieder interessant, denn der Gegner muss hier eigentlich Nado reinspielen. Problem ist, wenn er hier eine Nado spielt, oh, das ist ein sehr, sehr interessantes Eisen, was der Gegner hier versucht. Ja, meine Skelette, die geben sich leider alle mal kurz ihrem Tod hin, aber gut. Ich meine, die sind ja eh schon tot, da kann ja eh nichts mehr passieren. MS Matthias hat den Bowler jetzt auf dem Feld und MS Matthias hat auch gewisse Konflikte mit der sogenannten Dolchherzogin. Er kommt nämlich nicht durch. Die Dolchherzogin macht dem Gegner hier einige Kopfschmerzen. Wir spielen das Ganze einmal so und halten natürlich auch selbstredend unsere Bogenschützin einmal bereit. Wir setzen diese auch direkt rein und jetzt kommt der Gegner hier mit dem nächsten Spielzug ganz besonderer Art. Er hat natürlich jetzt den Frostzauber. Der Frostzauber könnte, wir seppen hier noch einmal rein, ja, das war ein sehr, sehr guter Sepp, denn er verhindert, dass der Ballon für eine drankommt. Der Gegner BM'd jetzt bereits, also es wird jetzt bereits geemotet. Ich hoffe, die Queen geht nochmal die Zündung. Leider nicht, man kann natürlich auch hier mal wieder klassischerweise nicht alles haben, aber gut. Spielen einmal hier diesen Miner rein, der Gegner jetzt mit einem sehr, sehr interessanten Bowling-Exemplar. Er weiß vermutlich, dass da noch etwas kommen wird, ja, das weiß er. Jetzt spielen wir diesen Bomb Tower und wir haben bisher die Kontrolle. Bisher kontrolliert der Spin die Partie One Wall Free, einwandfrei. Wir sind online, okay? Wir setzen das Ganze. Jetzt brauchen wir hier unbedingt die Bogenschützenkönigin erstmal. Und der Gegner, der will es jetzt wissen. Der Gegner will es jetzt unbedingt wissen. Ja, der hat Bock, der ist Willi. Der will es nämlich wissen. Jetzt gibt es hier einmal den Bomb Tower hoch. Und der Gegner will jetzt irgend so ein Fancy Play machen. Genau, so ein Freeze oder sowas. Irgendwas. Er denkt sich heute so, heute ist Tag der fancy Spielzüge, die aber leider nicht viel bringen. Ja? Also der Gegner hat das noch nicht so ganz verstanden, leider. Der denkt noch, er kann jetzt in diesem Game irgendwie großartig hier die Welt ändern, ne? Der denkt, der kann aus der runden Erde eine flache Erde machen oder was weiß ich. Wird aber nichts. Wir spielen den Miner rein. Bei MS Matthias haben wir gerade leider einen, wie soll ich das sagen, spielerischen Stillstand, formulieren wir es mal so. Jetzt versucht er, auf die andere Seite reinzugehen. Und da merkt ihr, der Gegner ist ein experimentierfreudiger Boss, okay? Der will jetzt auf der anderen Seite was machen, indem er einen Elektro-Dragon spielt. Und hinter diesen Elektro-Dragon kommt dann ein Ballon. Man ist sich noch nicht so ganz sicher in der allgemeinen Wissenschaft, was das genau jetzt hier soll. Ne? Man hat das noch nicht so ganz erkannt, was das von, was die Symptome, die der Gegner hier gerade zeigt, sind. Wir kriegen es auf jeden Fall flawless gelaufen, das ist schon mal klar. Jetzt kommt hier noch ein Barbell rein. Also ich glaube, der Gegner weiß auch selber noch nicht so ganz, wie dieses Spiel funktioniert. Der muss nochmal wirklich in die Clash Royale Lehrstunde geschickt werden. Der wird jetzt hier so einen richtig abenteuerlichen Indiana Jones Freeze raushauen. Wird wild, ja. Wir zappen einfach, zack. Und zack, und zack. Ach, guck mal, da macht der Gegner sogar, da kommt sogar das erste Erfolgserlebnis der letzten 27 Jahre auf den Gegner zu. Er spielt nämlich einen guten Freeze und bekommt dadurch einen Hit. Macht das schon mal gut, ja. Jetzt wird es wieder leider zu labortechnisch. Jetzt werden wieder zu viele Versuchsaufbaue gemacht, ne? Zu viele Experimente kommen jetzt. Ich sage, es ist nicht der richtige Ort für Experimente, Matthias. Matthias, du wirst da paragraphenzeichisch für belangt werden. Matthias ist weiterhin ein fester Vertreter der Maßnahmen, die ihr hier gerade ergreift. Ich weiß nur noch nicht so ganz, ob das jetzt hier alles so seine Richtigkeit hat. Wir setzen selbstverständlich hier einmal rein, ne, damit der Bowler auch nicht auf irgendwelche Faxen kommt. Aber unser Gegner, der strotzt wirklich vor Überzeugung. Jetzt BM't er auf einmal, weil er jetzt auch schon merkt, alter Lachs, vielleicht haben meine Berechnungen doch etwas ins Klo gegriffen. Machen einmal natürlich hier einmal diesen eisigen Golem und natürlich auch einmal den Goyle Rose. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so irgendwie, dass das hier wirklich gerade für Matthias leider
eine Situation ist, in der er tatsächlich sich mit dem Luz anfreunden muss. Deswegen gibt es hier ein GG und gegen Matthias haben wir tatsächlich absolut gar nichts anbrennen lassen. Matchpoint. Der nächste Kandidat, der es wissen will, aber der es nicht weiß. Wir werden die Skelette reinspielen. Anschließend werden wir den Ghost spielen. Und anschließend gibt es den Miner. Und ich befürchte beinahe, unser Gegner ist ein Feind. Unser Gegner ist das Imperium. Er ist die dunkle Seite der Macht, denn er spielt den Pissbogen. Meine lieben Freunde, wir müssen jetzt zusammenhalten, okay? Du musst jetzt einen Kommentar verfassen, warum ich verdient habe, dieses Game jetzt zu gewinnen. Setz dich jetzt hin, drück auf Pause und verfasse den Kommentar. Ich brauche jetzt deine Energie auf YouTube, verfasse den Kommentar, okay? Ich muss jetzt hier Energie sammeln. Ich meine, ich kenne ja alle Gründe. Es gibt 1000 Gründe, dass man gegen X-Bogen gewinnen sollte, ist ja klar. Aber wir müssen jetzt gemeinsam stark sein. Wir müssen eine argumentative Einheit bilden gegen diesen Pissbogenspieler. Das Geile ist, wir haben den Ice Golem. Der Ice Golem ist eine wunderbare Karte, um erstmal gewisse Dinge wegzutanken. Jetzt kommt direkt auch schon sein pissianischer Bogen rein. Das Wundertolle dabei ist, wir haben den Sepp. Und der Sepp ist ein wundertolles Exemplar, ein Beweis dafür, wie X-Bogenspieler auf natürliche und ehrenvolle Art und Weise zur Strecke gebracht werden können. Ja? Wir überführen diesen Gegner. Okay? Der Gegner hat ein rotes Kennzeichen. Er wird überführt. Wir spielen den Miner rein. Wir werden natürlich hier im Anschluss direkt aber den Ice Cream reinbringen. Und unserem Gegner geht es gar nicht gut, okay? Dem geht es gar nicht gut. Der ist natürlich X-Bogenspieler geht's. Also normalerweise sagt man immer, schlechten Menschen geht es immer gut. Deswegen müsste ihm eigentlich gut gehen, weil er ist ein X-Bogenspieler. Aber dem geht das gerade gar nicht mal so unfassbar gut, glaube ich. Dem geht das ein bisschen hier, bisschen auf den, so, ne? Ein bisschen auf den Senkel, was wir hier gerade machen. Wir lassen aber natürlich nicht locker. Wir spielen hier die Bogenschützische Königin rein, so wie sich das eben gehört. Dann gehen wir auch direkt in die Fähigkeit. Über diese Fähigkeit sprechen wir einmal nicht, denn diese war absoluter Müll. Das gebe ich zu. Der war die absolute Hundekot. Ich hätte es anders timen können, ist aber gar kein Problem, denn wir haben natürlich hier wieder den nächsten Ghost. Falls der Gegner auf die Idee kommen sollte, an der Brücke reinzugehen, wäre dieser Ghost an Ort und Stelle gewesen. Ein weiterer Sepp. Vorhin natürlich Schlimmeres. Jetzt könnte der Gegner wieder einmal mit einem xianischen Bogen an der Brücke aufwarten. Jetzt kommt hier ein Tesla und an dieser Stelle, wo so ein Tesla kommt, da weißt du schon, hier läuft so ziemlich alles schief. Bringen natürlich selbstredend nochmal die Skelette rein und anschließend auch nochmal den Ghost. Da ich absolut gar kein Interesse daran habe, dass jetzt hier irgendwas passiert, werde ich auch nochmal den Evo-Sepp in diese ganze Sache involvieren und dementsprechend jetzt hier seinen lustigen Lurch namens X-Bogen zumindest einmal so down bekommen, dass ich von mir aus sagen kann, dass ich eine gewisse Zufriedenheit dabei ausstrahle. Der Gegner geht mir richtig hart auf den Senkel, okay? Ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, dass der Gegner aus der Senkel-Gang-Gang ist, ja? Die mir wirklich gewaltig, also gewaltig hier gerade den Tag vermiesen will. Was der Gegner jedoch scheinbar noch nicht verstanden hat, ist, dass ich jetzt einfach hier den Miner spiele und anschließend einfach Ice Grimms durchcycle, um hoffentlich dann zu seinem spielerischen Verderben zu kommen. Spielen dann hier die Skelette rein, zack, dann gibt es natürlich hier direkt den nächsten Ghost, war ja zum Glück kaum offensichtlich, dass hier einfach der nächste X-Bogen kommen würde, ne? Ist ja super. Werden jetzt hier einmal schön seppen, zack. Und wir erkennen, dass jetzt hier ein Feuerball kommen könnte, weshalb wir uns direkt einmal in die Unsichtbarkeit verpieseln werden, damit hier nicht noch das ganze unschöne Ausmaße annimmt. Wir gehen direkt einmal rein mit dem nächsten Minero und erkennen jetzt, dass der Gegner... Er ist, ich will nicht sagen, er ist ein Kämpfer, er ist also der Krämpfer. Also es ist bei ihm, ne, er ist, was halt für normale Spieler ein Kampf ist, ist für ihn meistens ein Krampf, weil es halt einfach ein X-Bogen-Spieler ist. Das sieht halt nie schön aus, so wie wenn ich Fußball spiele. Spielen aber die Skelette rein, zack, dann gibt es hier einmal die nächste bogenschützische Königin. Und ihr merkt vielleicht, also ich merke es, dieser eisige Golem, ne, der wird tatsächlich gnadenlos unterschätzt. Der eisige Golem ist gerade low-key eine der wichtigsten Einheiten in diesem Game. Jetzt denkt der Gegner hier wieder, er kann reingehen, was er lustig ist, Bro. Knick ist. Nein. Auch das ist kein Mittel zum Zweck, mein Bester. Ja, so funktioniert der Lachs hier nicht. Hier gibt es einen richtig geilen Poison rein, zack. Das war natürlich auch relativ klar, dass da der X-Bogen kommt, deswegen können wir das einfach so machen. Jetzt wird er hier einen Feuerball draufwerfen, das wusste ich. Und deswegen spiele ich einfach den defensiven Miner. Und deswegen zapp ich jetzt hier einfach und deswegen werde ich dieses Game natürlich einfach gewinnen. Ist ja klar wie Kloßbrühe, ne? Nächster Kollege kommt rein, der Gegner wieder mit irgendwelchen Fantasien. Man weiß nicht, was er sich da gerade verherrlichen in seinem Kopf hier ausmalt. Hier gibt es den nächsten Ghost, zack. Der Gegner wird jetzt natürlich den nächsten Pissbogen an der Brücke bringen wollen. Kann er natürlich nicht, ne? Ist ja relativ selbsterklärend, warum das nicht geht. Aber der Gegner, der ist bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, noch ein Believer. Der Gegner glaubt an das Unmögliche. Er glaubt an das Unmögliche. Aber genau das
macht ihn nicht zum Genie, sondern es macht ihn zum Wahnsinnigen, okay? Der Gegner ist ein Wahnsinniger. Er ist kein Wahnsinniger, weil das wäre etwas Positives. Er ist ein Wahnsinniger. Und dann gibt es natürlich auch direkt einen BM, weil der Gegner, der muss mal langsam aus seinem Fiebertraum aufwachen. Draw ziehen aus Eclipse Royale. Dann würde ich sagen, machen wir einmal hier den Sepp drauf direkt mal, so als kleines Eingangsgeschenk. Und den Meinung. Der Minero kommt direkt rein. Unser Gegner möchte jetzt scheinbar auch direkt sich in den spielerischen Overdrive mit diesem Schweinereiter begeben. Jetzt hat er noch eine Crackerin. Ich habe sehr, sehr großen Respekt davor, den Poison drauf zu hauen, weil das Allerwichtigste ist, dass dieser Gegner erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, verlangsamt wird. Erstmal wollen wir den Gegner schön im Zaum halten und ihn extrem doll kontrollieren, okay? Mehr wollen wir erstmal nicht machen. Wir sind die Polizei. Wir kontrollieren den Gegner. Wir machen das jetzt so. Jetzt gibt es hier einmal die Bogenschützenkönigin. Und nun ist die große Frage, was hat er dabei? Also Zhao Xin hat vor allen Dingen eins, er hat an 420 fett eine Lunte gezogen. Das zumindest ist der Rückschluss, den ich aus der Tatsache ziehe, dass er ein solches Deck spielt. Jetzt kommt der Mega-Ritter von Gegner, ja, auch eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Entwicklung. Bei unserer Seite soll es eigentlich einen guten Eisgolem geben, das war eher ein SCH-Eisgolem. Wir spielen aber einmal diesen Miner und die Frage ist, was der Gegner jetzt hier macht. Und die Antwort lautet erstmal wenig, finde ich sehr, sehr nett von dem Gegner. Denn der Miner hat heute ein sehr, sehr großes Interesse daran, einmal ein bisschen Erze an seinem Turm zu farmen. Baumtower wird selbstredend reingespielt, der King Tower geht selbstredend an und der Gegner befindet sich selbstredend in einer nicht sonderbar komfortablen Situation. Wir bringen den Ghost. Jetzt ist die Frage, was macht der Gegner hier? Er spielt den nächsten Ritter rein, alright. Und wir werden uns direkt gleich einmal um die Skelette kümmern, beziehungsweise gleich natürlich erst einmal schauen, was der Gegner sich jetzt hier überlegt hat. Der Gegner hat sich nichts überlegt, also gibt es einfach mal so eine eisigen Golembrücke. Irgendwer muss da jetzt hier mal dafür sorgen, dass diese lustige Partie an Fahrt aufnimmt, okay? Wir setzen hier rein, zack. Wir setzen nochmal rein, super. Und jetzt hat Zhao Xin einen, sagen wir mal, einen leichten Konflikt. Er hat Ritter, Mega-Ritter, Schweinereiter. Und keiner weiß wieso. Ebenfalls fragwürdig ist seine spielerische Spielzugsentscheidung. Wir spielen einfach mal den Poison drauf, weil keiner weiß, was er hier genau eigentlich bezwecken will. Der wollte gerade unbedingt wahrscheinlich, es wird gemutmaßt, hier eine Feuerwerkerin reinspielen. Kam aber nicht, weil Papaspin den Poison hatte. Und der gegnerische Turm befindet sich auf einem absoluten Allzeit-Tiefpunkt. Man könnte sich fragen, was tatsächlich sich gerade er auf dem Tiefpunkt... Oh. Das wiederum fand ich jetzt gerade tatsächlich einen Höhepunkt seiner spielerischen Karriere. Dieser Nado war nicht, sag ich mal, der war außerplanmäßig. Der Gegner hat natürlich auch keine deutsche Zunge, weshalb unser Eisstern praktisch useless ist, aber wir sind weiterhin online. Das ist immerhin das Wichtigste, ne? Der Gegner hat einen Nado in seinem Deck. Kein normaler Mensch würde hier Nado spielen, aber was ist schon normal, ne? Auf 2013 Medaillen, da, ja, werden scheinbar auch noch ganz andere Dinge von sich gegeben. Wir gehen natürlich jetzt hier einmal schön in die Unsichtbarkeit und auch einmal in den Eisgolem und auch einmal in den Minero, da ich ein begründetes Interesse daran habe, jetzt mal den Sepp hier einmal zu verpflanzen. Spielen den nächsten oder die nächsten Skelette. Hier gibt es natürlich einen weiteren giftigen Zauber. Und im Anschluss gibt es hier einmal, es gibt den zweiten Meganischen vom Gegner. Ein Spielzug, welcher von meiner Seite aus nicht sonderlich geschätzt wird. Werden jetzt hier einmal die Skelette reinspielen. Ja, der Gegner ist irgendwie der Master of Predictions oder so, keine Ahnung. Seine Nados sind es auf jeden Fall nicht. Also der Gegner kann von vielen Master sein, aber Tornado ist nicht seine Spezialität. Das ist jetzt nicht das, wofür er bekannt ist. Dafür hat er nicht den Clash Royale Michelin-Stern bekommen. Der nächste Kollege, die nächste Kollegin, selbstverständlich, kommt hinten. Wir werden einmal hier die nächsten Skelette reinspielen. Zack, werden wieder zappen und natürlich jetzt auch hier wieder selbstredend den Poison anbringen. Im Anschluss gibt es auch hier natürlich wieder eine Zündung rein, damit der Gegner sich überhaupt gar keine Hoffnung macht, in irgendeiner Form hier etwas zu reißen. Hier gibt es einen Zap, zack, dann gibt es natürlich hier wieder einen Giftzauber drauf und wir erkennen, langsam aber sicher neigt sich das Potenzial des Gegners hier tatsächlich dem Ende zu. Jetzt gibt es ja einmal das Ganze so, zack. Der Gegner wird jetzt wieder einen Hock bringen, er merkt aber nicht, dass das nicht reicht. Also sein Deck ist halt völliger Kauderwelsch. Wir werden jetzt hier einfach einen geilen Zap bringen, zack. Dann gibt es hier natürlich nochmal einen geilen Eisgolem. Dann gibt es hier eine geile Fähigkeit, die dafür sorgt, dass dieser Schweinereiter nur einen Hit macht. Hier gibt es jetzt die nächsten Skelette rein, damit der Gegner hier auch jetzt nicht irgendwie denkt, er kann Party hart machen. Es gibt im Übrigen auch den nächsten Bombtower und damit haben wir auch diese Partie. Bis auf einen kleinen Aussetzer, wo der Gegner wirklich einen richtig guten Move gemacht hat. Solide runtergespielt und Zhao Xin in die Knie bezogen. Kollege Ada,
Und ich bin ein bisschen sauer. Ich bin etwas sauer, weil ich gerade gegen Agent, Mortar, Poison, Ritter gespielt habe. Und Arda läuft nicht nur von Berlin bis nach New York. In seinem anderen Leben spielt er Clash Royale und Code gegen Big Spin rein. Machen wir einmal den Meine hier rein. Und jetzt gibt es hier gleich direkt einmal den Zap, beziehungsweise nee, es gibt einmal den Poison, machen wir das so. Und der Gegner, Arda, hat noch nicht so ganz verstanden, dass es bei meiner Poison darauf ankommt, nicht hinten zu liegen, okay? Das Einzige, was der Gegner beachten muss, ist nicht hinten liegen. Mehr muss Arda nicht machen. Arda muss einfach nicht hinten liegen. Das Problem ist, in dieser einen Bedingung, in dem einfachsten, was Arda hätte tun können, hat er bereits reingekotet. Er liegt hinten. Und was macht man, wenn die Leute die einfachsten Anweisungen nicht beachten? Man legt eine Bikepartzettel bei und schreibt rein, wenn die dieses Deck spielen, Sicherheitshinweis, nicht hinten liegen auf eigene Gefahr. Arda fängt auch schon wieder an, sich ein völliges Mülldeck zusammenzuspinnen, indem er einen Ritter im Deck hat, den ich halt, also den ich null checke. Aber natürlich ist es auch wieder so eine Sache der Akzeptanz, ne? Auch hier werden natürlich gewisse Dinge wieder akzeptiert. Der Ritter ist da und wir können es nicht ändern, also akzeptieren wir es. Arda mit dem elektronischen Magier, eine, wie ich finde, mal wieder sehr, sehr interessante Investition. Ja, klar, ist auch scheinbar eine Zukunftsinvestition, weil irgendwie meine Truppen gerade geistkrank gesogen haben. Aber okay, das Ding ist Full Health, das heißt nur zwei Hits, passt. Der Miner chippt ungefähr seit 7 Milliarden Jahren an seinem Turm, der ist schon Dinosaurier geworden. Wir werden jetzt einmal hier zappen und im Anschluss einmal den Ice Golem reinspielen, beziehungsweise, nee, wir machen den Bombenturm. Der bombastische Turm muss sich jetzt einmal bombastisch um diesen ganzen Lachs kümmern, denn ich habe bombastischen Respekt vor diesem Rambock, der mir jetzt kurz die Ehre hier nehmen könnte. Das Schöne ist aber, ich brauche diesen Respekt scheinbar gar nicht zu haben. Der Gegner mit einer wiederum sehr, sehr guten Hexenmutter, ja, da hat der Gegner durchaus auch mal gelernt. Wir müssen jetzt hier einmal den Ice Golem spielen und dann so einen Zap, damit wir nicht komplett alles verlieren, das wäre gut. Der Gegner clasht bisher wirklich solide, macht einen guten Eindruck. Die ist das Ananas, ne? Der spielt gut. Aber Arda weiß noch nicht, dass er mit seinem Packer-Deck, ohne irgendwie einen großen Spell gegen unsere Queen zu haben, und das ist genau der Hase im Pfeffer, dass das Deck so stark macht, dass nämlich Leute in der aktuellen Meta sehr, sehr häufig ohne Big Spell spielen und denken, sie kämen damit aus. Stimmt aber halt einfach nicht. Ne? Die Leute kommen halt geisteskrank gar nicht damit aus und genau aus diesem Grund, ja, beläuft es sich hier häufig auf gewisse Szenarien, in denen die Queen alles auseinander nimmt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Spielen hier schön den Bombtower rein. Zack. Das ist super duper. Jetzt gibt es nochmal die Skelette hier rein. Auch super duper. Dann gibt es natürlich nochmal hier den Zap. Und wir erkennen, der Gegner versucht alles. Ja? Der Gegner versucht alles. Aber erreichen tut er relativ wenig. Wir spielen einmal hier natürlich die Zündung. Zack. Das ist auch super. Dann gibt es hier einmal den nächsten Miner rein, damit der Packer nicht denkt, er könnte hier irgendwie, keine Ahnung, Man of the Match werden. Der Gegner mit den nächsten interessanten spielerischen Begebenheit. Jetzt hat er auch wieder seinen Rambock im Cycle, der mich, gelinde gesagt, durchaus jetzt etwas stressen könnte. Das Schöne bei diesem Rambock ist naturgemäß die Tatsache, dass wir einfach den Zap spielen können und mittels dieses Zaps eine Art Unangenehmigkeit dieses lustigen Packer-Dus verhindern. Der Gegner arrowt jetzt, ja, ist natürlich ein, wie ich finde, nicer Try. Das absolut Geile daran ist, dass der nice Try einfach null Wirkung zeigt und Spin-Melzer ist mal wieder geisterkrank am Kochen. Miner kommt rein. Gegner muss dagegen irgendetwas machen. Er kommt mit dem Rambock an. Wir werden das Ganze einmal zünden. Zack, werden natürlich das Delta draufhauen und auch einmal zappen. Und auch einmal den Eissturm reinspielen. Und auch einmal den Miner reinspielen. Und auch einmal poisonen. Und dann natürlich auch einmal den nächsten Zap spielen. Und die nächsten Skelette. Und wenn die Queen nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute. Und jetzt hier den nächsten Ghost. Und jetzt hier den Bombtower rein. Und jetzt hier die gefühlt 27.887. Evo-Skelette. Und natürlich nochmal den Evo-Zap. Und ihr seht, das Einzige, was wir gerade machen, ist ein Evolutions-Cycle-Fest, okay? Der Gegner denkt, er käme durch. Aber ich habe schon einmal die Problematik geschildert. Er hat keinen großen Spell. Und da er keinen großen Spell hat, gibt es eine bogenschützische Königin, die diesen Gegner absolut ehrenlos in die Schranken weist. Nun gibt es natürlich hier einen Gegner, der nochmal denkt, er käme hier irgendwie lustig durch. Da ist aber gar nichts los. Da ist gar nichts los, okay? Der nächste Bombtower kommt. Es ist GG. Und jetzt werden wir natürlich noch einmal den Lucky Drop öffnen. Ich hoffe, euch hat auch insbesondere mein Psychosen-Intro in diesem Video gefallen. Ich hoffe, was mir jetzt gefällt, ist der nächste Lucky Drop. Wir öffnen den. Ich hatte bisher noch keinen einzigen legendären Lucky Drop. Für dieses legendäre Gameplay
fühle ich, wird es jetzt an der Zeit, einen legendären Lucky Drop zu bekommen, okay? Zack, zack, zack. Oh, das ist ja fast legendär. Da kommt der seltene, zack. Und damit sind wir auch am Ende der Tatsachen angekommen. Daumen nach oben da lassen, Abo nicht vergessen. Hauen Sie rein. Bis dann. Tschüss.